ich zeige jetzt, wie man unterschiedlich gehen kann, abhängig davon, wo man mit dem Fersenbein den Boden berührt. Der erste Punkt. Nehmen wir an, ich weiß nicht von dieser Sache mit den richtigen Punkten und gehe mit den Füßen, wie die meisten Leute gehen. Entweder drehen die Füße aus und dann sowieso passiert sowas, seht ihr? Ich stelle den Fuß, egal wie, ich muss ja nach vorne gehen, ja? Nach vorne bedeutet in Pronation. Sieht man hier, absinken auf diesem Bereich. Ja, und fällt alles. Längswölbung ist weg und wir rollen quasi über den großen Zeh und das führt zu Hallux Valgus. Wenn ich nicht nach außen ausgedreht bin, sondern ganz normal gehen würde über den äußeren Punkt, dann würde ich so auf den Boden treten, dass wir noch alles einigermaßen gut, auch wenn ich sehe, dass der fünfte Grundgelenk tiefer zum Boden ist als der erste. Ja? Und dann betrete ich den Boden und zack, falle in Pronation. Ja, weil das, die Mechanik des Sprunggelenks erlaubt keine andere Bewegung. Es ist unmöglich, den äußeren Punkt zu treffen und ohne, dass ich jetzt so laufen würde, ich könnte primär auf die Außenkante kommen und danach den Boden verlassen, aber so läuft man nicht, weil würde ich die ganze Zeit nur die Außenkanten primär belasten, würde das äußern in Überspannung der inneren Beinmuskulatur und Problemen mit dem Beckenboden. Also versuche ich möglichst gerade den Boden zu treffen. Also wenn ich außen nochmal den Punkt erwischt habe und danach Fuß nach vorne führe, fällt, hier sieht man in die Pronation, ja? Und jetzt werde ich andersrum gehen. Ich werde jetzt den richtigen Punkt treffen und auf normalem Fuß landen. Den richtigen Punkt und einfach nach vorne. Und hier kann ich dann aktive Zehen, Wölbungen, was auch immer benutzen, ja? Nochmal der richtige Punkt. Fuß, Grundgelenke schauen aufs Knie. Ich gehe weiter und fertig, ja? Und wo ist dieser ominöse Punkt denn überhaupt? Wenn ich hier die Ferse abtaste, diesen Bereich, einfach abtasten mit den Fingern, schauen, wo habe ich mehr härtere. Zum Beispiel das ist falscher Punkt. Ich habe es bei mir entdeckt. Dieser Punkt ist hart, hat Hornhaut und das ist falsch. Das ist das, wo danach die Pronation kommt. Weil die Bewegung kommt so und dann auf das große Grundgelenk. Aber ich laufe seit einer Woche richtig und hier kommt schon die richtige Hornhaut. Das ist der richtige Punkt. Von hier geht die Belastung von hier, hierher, auf den fünften, auf den ersten, dann greifen die Zehen und dann zwischen den ersten und zweiten geht die Bewegung. Ja. Ich zeige es nochmal. Es ist wichtig zu verstehen. Das habe ich bei mir entdeckt. Ja? Und jetzt gehe ich mal, betrete ich den Boden mit dem falschen Punkt. So, das ist außen an der Ferse. Da sieht man nicht viel, außer dass das fünfte Grundgelenk tiefer als der erste liegt. Und danach gehe ich auf den Fuß und der Fuß klackt nach innen. Senk, Spreiz, Knick. Wenn ich richtig gehe, ja, ich gehe auf den richtigen Punkt, stehe ich und gehe einfach nach vorne und keine Pronation. Wie sieht das von hinten aus? Habe ich noch gar nicht bedacht. Ja, probieren wir mal hinten, ob man sieht, dass der Fuß wegknickt. Also erstmal falscher Punkt, Pronation, sieht man das an der Achillessehne und der richtige Punkt und nach vorne. So, das war's. Ein bisschen ungünstiger Winkel für mich, um sprechen zu können. Aber ich habe es versucht zu zeigen, dass man das sehen kann. Ihr könnt bei euch sehen, einfach Füße ausziehen und erst der eine Punkt und schauen, wohin bewegt sich der Fuß, weil er bewegt sich automatisch.
Und dann auf dem richtigen Punkt und sehen, boah, ideale Vorgang. Wichtig ist nur, dass die Füße nach vorne schauen. So, das war's, Leute. Weiter geht's. Bye bye.